Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zurück zu meinem Let's Play The Forest. The Forestus Tomestus. Erstmal benötigen wir ein bisschen Licht. Ach so, okay. Das brennt einfach wieder so. Das auch? Okay, ist gut. So, wo waren wir denn eigentlich zuletzt stehen geblieben? Boah. Sehr hell das Ganze hier. Ah, okay. Hier hinten. Ja, alles klar. Hier ist wieder die durchsichtige Wand. Okay. Ich hatte letztes Mal noch einen Plan. Damit ich die überhaupt ein bisschen schlachten kann, wollte ich das hier wegnehmen. So. Und dann eigentlich quasi noch hier was hinsetzen. Geht natürlich nicht gleich. Da sind sie auch. Schon. Wieder. Probier mal, ob das so klappt. Ja, das sieht doch schick aus. Hey, ich kann nicht mehr steuern. Was ist denn hier los? Das Spiel will wohl, dass ich nach unten gehe, oder was? Oh, ich habe keine Lust. Das ist ja echt verhext hier. Es wird ja immer schlimmer. Da ist auch jemand. Ich denke mal, so müsste das doch passen, ne? Ja, das sieht doch so perfekt aus. Hallo Freunde. Soll ich euch noch ein Lichtlein anmachen? Oh, das mit den Ecken und Kanten hier ist aber echt scheiße. So. Und da auch nochmal bitte. Jetzt leuchtet mir doch ein Licht ein. Da ist jemand. Schon jemand abgebrannt von euch? Da unten? Da hinten ist auch noch jemand. Hier bin ich. In meinem Eigenheim. Oh, zwei. Einer ohne, einer mit Taschenlampe. Der Master Chief ist das. Ploin. Hallo. Ich habe euch extra schon mal ein Feuer angezündet. Damit wir es hier gemütlich haben. Puff. Ah, da zittert da unten drinne. Hier bin ich. Der ist quasi auch in meiner Wand irgendwie gebackt. So wie ich hier auch beim Rumlatschen. Gar keine Lizardhaut und Anzeige ist überhaupt nicht voll. Oh, es wird hell.
Ja, wir würden die Feder gerne einsammeln, wenn es geht. Aber es funktioniert nicht. Und es regnet auch noch. Juklo. Warum denn nicht? Warum auch nicht? So, ich weiß gar nicht, ob ich das hier wieder wegkriege, ne? Na. Ich wollte eigentlich die Treppe jetzt noch näher ranbauen, aber ich glaube, im Nachhinein geht da nichts. Deswegen probieren wir es einfach auf eine andere Art. Ist das denn so gerade? Ja, relativ, ne? So, schauen wir einfach mal. Ich kann schon wieder nichts anklicken. Ey, was ist denn das für ein Scheiß heute hier? Ist ja echt wie verzaubert hier. Jetzt. Ach, die kriege ich komischerweise sogar noch da drauf. Wenn ich die jetzt aber in die andere Richtung haben möchte. Hat jemand nach mir geschlagen oder hat... Ich laufe alleine die Treppe runter. Okay. Ich möchte es aber in die andere Richtung. Weißt du was, wir kloppen uns hier noch einen Tisch hin. Wir rutschen die ganze Zeit automatisch runter, obwohl ich gar nichts mache. Blöde. Was ist denn heute hier los? Geht hier überhaupt irgendwas? So. So, da haben wir hier nämlich einen schönen Steg. Komm hier nicht mehr hoch, hä? Aha, daran lag's. Okay. Wenn ich das so hinbaue? Nee, es funktioniert auch nicht. Also, total katastrophal. Jetzt habe ich das so nah dran. Also irgendwie ganz komisch. Immer noch. Na egal, was soll es. Total verbuggt hier. Wollen wir mal etwas arbeiten. So, sind noch ein paar da, ja. Schön. So, was machen wir denn jetzt zuerst fertig? Also für den Eingang wäre ich noch nicht, weil solange das da nicht funktioniert, da komme ich dann gar nicht mehr in mein Haus rein. Das wäre ja katastrophal. Ich würde sagen... Wir schließen das erstmal hier. Am besten hier drüben. Ich weiß doch nicht, wo der die jetzt reingezimmert hat. Na doch, hier oben. So. Ist der denn jetzt abgehauen hier, oder was? Anscheinend. Hüpf, hüpf. Keiner mehr da.
Oh, sorry Vogel, ich habe gerade gedacht, das ist ein schöner Lizard, aber es war wohl nix. Nee, wir machen uns erst was zu essen. Alter, jetzt haben die da schon wieder ein Ding hingestellt. Immer irgendwie, wenn die auf Besuch kommen hier. Stellen die Neues ab. Domestos. So, müssen wir natürlich wieder ein bisschen mehr einheizen, das Ganze. Weil es regnet. Na los, wir haben Hunger. Die Ureinwohner wollen sich ja breit machen. Zack, essen wir erstmal. Ich denke mal, wir können einfach nochmal speichern, ne? Wenn wir satt sind. Haben wir einen guten Ausgangspunkt. Dann machen wir einfach mal. Schon wieder abends. Egal, wir lassen uns hier nicht abbringen. Verbauen wenigstens noch die paar Stämme da oben. Damit wir die noch verarbeitet haben. Und dann mal schauen, was wir dann noch so Schönes hier bauen. Also irgendwie sieht es schön aus, aber irgendwie auch schief. Ich weiß auch nicht. Na los, hopp, 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 hopp. Rein da. Langsam muss es sitzen. Das muss man nur richtig anbauen, genau. Sieht noch nicht so aus, als wenn das dann durchgeht. Egal. Ist ja jetzt auch wurscht. Mir ist kalt. Kalt ist es denn? Grad. Passt schon. Und mir ist kalt und ich muss mich ans Lagerfeuer stellen. Ach, hör doch auf. Ist doch viel zu langweilig. Warum soll ich denn jetzt da oben stehen bleiben? Mensch, mit 37 Grad, mir ist kalt. Ich weiß nicht, wie viel Grad herrschen müssen, damit es ihm warm ist. Tagsüber geht das ja auch. Schon wieder kalt. Okay. Gut zu wissen. Alter, das sah echt gerade aus wie so ein abgebrannter Einwohner. Ja, das war mir klar. Egal, ich würde sagen, ich lasse einfach die Stelle, weil das passt. Das passt. Kann ich wenigstens noch das Feuer anzünden von hier. Falls ich mal Besuch bekomme. Es brennt sogar noch. Und mir ist immer noch kalt. So, fast den Arsch verbrannt. So. Ist ja fast leer jetzt hier, ne? Ja, drei Stück haben wir noch. Kriegen wir natürlich nicht die Wand fertig. Scheiße. Egal, hilft ja nichts. Ich glaube, da hinten kommt es auch schon wieder. Ja. Definitiv. Da jemand. Drei Stück sind es gleich.
Ha, 4 glaube ich, ja. 1, 2. Doch 3. Die springen ja ewig, Junge, die haben's drauf. Hallo, Domestos, Flomestus. Ja, ich bin auch da. Und ich habe hier das Hausrecht. Ihr könnt euch hier schön verpissen. Oder ihr werdet alle nacheinander abbrennen. Ich zeig nochmal. Oh ne, es funktioniert auch so. Jetzt kann man irgendwie über die Treppen laufen. Komisch, aber wahr. Jetzt wieder nicht. Also es kommt, glaube ich, immer darauf an, wie man hier auf die Treppe zugeht oder... oder auch nicht. Bloink, bloink, bum. Könnt euch ruhig wieder verpissen. Kein Bock auf euch. Da ist auch noch jemand. Ihr Bestien. Könnt ihr dich verbrennen? Ja. Geh zur Mami. Sag ihr Bescheid. Oder holen deinen Bruder. Ich mach dich kaputt, du Arschloch. Könnt mich gar nicht sehen. Durch die Wand. So, jetzt könnt ihr nach Hause gehen. Könnt erzählen, dass hier ein Fremder war, der mit einem Flugzeug kam und es abgestürzt ist. Oh, da ist schon wieder einer. So, es wird schon wieder hell. Schön. So. Ich hoffe, die sind weg. Hängen geblieben. Ey, ich wollte mir gerade was auf den Grill hauen. Okay. Du Motherfucker. Alter, guckt euch mal an, wie viele da kommen. Alter. Ey, ich wollte die gerade kaputt schlagen. Ne? Habt ihr gesehen? Der hat die ganze Familie mitgebracht. Alter Verwalter.
Guckt euch das bloß an. Also so genau meinte ich das nun auch nicht. Ich glaube, die wollen mich unbedingt tot sehen. Hallo. Soll ich euch nochmal das Feuer anzünden? Alter, echt, hätte jetzt gekämpft, ne, aber gegen so vielen sind ja schon mal hier drei. Hier unten ist auch noch einer drin, der so ein Spacken. Ne, also gegen die zwei, drei hätte ich es schon gerne aufgenommen. Oh, sowas ist ja total feige. Hallo. Alter, ist er gerade durchs Haus gejumpt hier? Von unten? Von unten durch? Die Invasion der Ureinwohner. Der Untoten. Da war schon wieder einer. Hallo. Echt, hätte ich es mal so wie letztens gesagt, dass wir heute die abschlachten. Heute sage ich, wir verbauen noch die Hölzer und was ist? Scheiße ist. Wo seid denn ihr? Ich sehe euch doch gar nicht. Ne. Halt scheiße, ne? Wenn man ein Haus hier oben gebaut hat, kann man sich nicht leider an seinem Türeingang stellen und einfach einzeln jeden abhacken, der durch die Tür kommt. Weil hier kommt überhaupt gar keiner durch die Tür, weil wir natürlich oben sind. Da sind gleich zwei. Aber ich kann natürlich auch keinen abschlachten, einfach mal so. Da hast du deine Tidy Bitch wieder mitgebracht, ja, oder was? Ja, die mit der Glatze. Also von rasier dich mal brauche ich ja nicht reden, aber keine Haare auf dem Kopf ist auch irgendwie ein bisschen eklig. Als Frau. Außer man steht drauf. Total schief reingezogen hier die Wand. Da ist auch noch eine Lücke. Aber ansonsten. Und hier natürlich eine Tür. Ansonsten passt das, oder? Und hier ist die Tür hoch. Höher als das Fenster. Es ist nicht verständlich im Gegensatz dazu. Aber hier geht's auch einen Berg hoch. Die Wände sind wieder gleich und hier ist auch der Knick drinne. Hm. So, was machen wir da jetzt? Jetzt können wir höchstens mal abspeichern. Oder erstmal was essen. Komm, wir essen erstmal was. Können gar nicht schnell rennen hier.
Hilfe, ein Stein. So, mein letztes Stück Fleisch. Dann brauche ich neues. Ich wollte gerade noch ein paar Blätter holen, aber ich will jetzt nicht riskieren, dass es auch weg ist. Lecker. So. Ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal ab. Und dann verbauen wir noch schnell das Holz. Nein. Machen wir nicht. Wir schlachten lieber die Einwohner. Ist ja quasi eh nur noch ein Holzstamm, ne? Glaube ich. Ja. Ein einziger. Pfeifen wir jetzt noch da oben rein. So. Zack. Blub. Echt, die haben sich ja ganz schön breit gemacht mit ihren blöden Dingern da. So, gegessen haben wir. Kraft haben wir auch. Ausdauer. Wir sind gesättigt. Jetzt wird es Zeit, in den dunklen Wald zu gehen. Ich wollte nur einen Ast haben. Was liegt denn hier? Ach, so ein kleiner blöder Stein zum Werfen. Brauchen wir nicht den Rotz? Hier liegt übrigens die Maschine. Von hier oben könnt ihr mal mein Lager angucken. Also es sieht schon relativ gut aus, groß aus. Ist klar, dass es für die eine richtige Anziehung ist, da mal hinzugehen. Und ich sehe zwei leckere Lizards. Ich möchte sie haben. Und hier drüben war noch einer. Hallo, mein Freundchen. Lecker. So, die machen wir uns natürlich gleich ran. Die Axt. Und hier ist noch einer. Das auch gleich noch ran setzen. Was blinkt denn hier? Ach, die Dinger da. Mikrochips. Hab sie eingesammelt und hab sie nicht im Inventar. Aber ich hab sie. Da kommen 3 Ureinwohner. Hä? Verschwindet. Ihr Pussys. So, ich verschwinde auch mal von hier. Wollen ja nicht verrecken. So, zack, zack. Hab ich das überlebt? Ja, gerade so. Ist
So, das war meine kleine Wanderung da oben hin. Ich würde sagen, wir speichern das Ganze nochmal ab. Ist gerade hell geworden. Und jetzt ist es noch heller. Okay, ich verabschiede mich von euch und sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, auch wenn heute die Invasion der Ureinwohner war. Aber wie gesagt, das Spiel ist nicht voraussehbar. Okay, dann ciao.